über einer 2 Kilometer langen Strecke von Moschitz-Station nach Lothar-Übergangsstation. Die neue BTS-Sektion, welche festgesetzt wird, im August in Betrieb zu sein, wird entworfen, um die Verdichtung von Passagieren bei Moschitz-Station zu erleichtern. Der stellvertretende Gouverneur von Massenrapid-Transit-Behörde von Thailand, Surachet Lau Phosuk, sagte, die Probefahrt wird täglich für einen Monat gemacht. Die nördliche grüne Linie wird entworfen, eine wachsende Nummer von Passagieren zu transportieren. Lothar-Übergang ist eine Hauptstelle, wo viele Passagiere die BTS-Reise täglich nehmen. Noch vier Stationen werden an der Strecke von Moschitz-Station nach der Seekreuzung am Ende dieses Jahres geöffnet. Die nördliche Strecke wird auch nach Kokot-Station am Ende nächstes Jahres erweitert. Kluge Exporteuren. Generaldirektor der Abteilung der Förderung